Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von Castlevania Area of Sorrow. Wir befinden uns gerade im Moment im Tanzsaal und hier müssen wir wohl gerade noch mehr erkunden, ehe wir hier weiterkommen in Draculas Schloss. Huch, ach, mein Gott, was mache ich gerade schon wieder? Danke. Erstmal hier an den Geistertänzern hier wieder vorbei. So, nämlich hier müssen wir weitermachen. Huch, das wollte ich jetzt nicht öffnen. So. Ja, genau. Hier in diesem Bereich wollen, da müssen wir ja noch was machen hier, bevor wir hier überhaupt weiterkommen. Weil ich glaube, wir brauchen zum Weiterkommen hier eine weitere Fähigkeit. Die müssen wir hier erstmal finden. Na. Dass man den hier wieder sieht hier. Leichtes. Was haben wir denn noch hier? Ja, noch mehr Gegner. Das hat ein bisschen Schaden gemacht. So. Das hat sich gut. Nee, die Wand ist richtig. Hätte ja auch anders sein können. Na toll. So. Wieder diese Flügelskelette. So. Nee, auch wieder keine Seele. Das war ja wieder mehr als klar. Ja, man sieht's kommen. Minotaurus. So. Nichts, was wir nicht regen können. Unter dem Vorsatz. Oh, schon wieder ein Kampfmesser. Ja gut, wenn die gut was einbringen, lässt sich gut dann verkaufen. Drei Stück haben wir bereits. Ah, ist schon mal etwas. Oh, schon mal wieder nächstes Level. Aber schon selber. Kann er nicht treffen. Und das war nicht wenig. Okay, es ist zwar wenig, aber geht. Ja, wir sollten jetzt mal hier wieder zurück zum Anfangsraum. Weil das war hier offenbar eine Sackgasse. Zählt aber für erkundet vom Schloss. Was wir hier natürlich auf der Karte haben, 32,9% des Schlosses sind bereits erkundet. Solche Gegner. Ach, direkt sehe ich da sich noch was anschleichen. Oh. Vielleicht sollte ich gleich mal einmal kurz mal heilen gehen. Oder nö, wenn ich genügend Trinke habe, geht das ja eigentlich. Ach komm, geh mal einfach weiter. Sind ja genügend vorbereitet. So. Ach, dass man die hier wieder sieht. Das ist auf jeden Fall ein guter Trank, aber an den kommen wir bisher noch nicht dran. Und dieselben Gegner, halt nur die Kälte macht das mit denen. Das ist wahrscheinlich mit Kühlkammer. So nicht Holzgolem. So. Und weiter geht's. Ach, jetzt muss ich mal gucken, was mache ich jetzt seelentechnisch. Ach ja. Hat jetzt ordentlich MP verbratzt. Glaube ich, mach mal eine andere. Ah, hier ist eine Bosstür.
habe ich mir auch schon irgendwie gedacht, dass hier so eine ist. Das ist rechts. Oh, ein Safe Point. Können wir direkt einmal ausnutzen, wo wir gerade schon mal hier sind. So. Ah, wir haben die Seele schon wieder gekriegt. So. Jetzt gehen wir mal rein. Einen großen Golem. Ja, klar. Ja. Oder eben Fernkampftechnisch, wenn man genügend P hat. Die Messertaktik. Kratzt ja immer schön mit 22. Aber den Schaden, den er auch austeilt, ist ja jetzt auch nicht so gering. So. Aber den sehen wir eh nochmal. Weil ich glaube nicht, das ist nicht das letzte Mal, dass wir diesen Gegner gesehen haben. Oh Gott, ist die MP niedrig. Waffentechnisch haben wir irgendwas Stumpfes. Eine Streitaxt ist da schon besser. ...68, aber naja. Den Schaden, den wir vorher zugesetzt haben bei ihm, hat ja offenbar gereicht. Hier ist offenbar auch ein Gegner. Und eine Seele. Skelettklingen. Gleiten. Und diese Fähigkeit brauchen wir, um weiterzukommen. Und da ist auf jeden Fall ein Gegner, der sich vergrabt. Wie man es sich denkt. Aber es ist tatsächlich ein Gegner. Jetzt zeigt er sich. Der darf sich nicht vergraben. Ja, jetzt hat er sich vergraben. Aber diesen Gegner sehen wir hier. Irgendwas Schnelleres? Kampfmesser. Ja. Da ist er. Auch mal schnell hervorgelockt mit der Zombie-Seele. Nein, der vergräbt sich schon wieder. Irgendwas Gutes brauche ich. Geistertänzer macht eher das Glück. Schutzbarriere brauche ich jetzt aber auch nicht. Was haben wir denn noch Gutes? Ja, ja. Klar. Offenbar ist es nur Zufall, dass er sich zeigt. Jetzt vergräbt er sich schon wieder. Aber der hat eine interessante Seele, die sollten wir haben. Also sollten wir holen, beim Bestfall. Mann! Dieses Wesen, was hier genau in den einen Raum auftaucht. Ehrlich. Naja. Was soll man sagen? Wir haben den großen Golem besiegt. Speichern wir das einmal, bevor jetzt noch was schief geht. Oh, fast Level 15. Aber ich muss erstmal gucken, was für eine Waffe nehmen wir. Bitte gegen den Gegner. Bastardschwert, Breitschwert. Es muss definitiv irgendwas schnell sein. Und es muss ordentlich Schaden verursachen. Wir könnten natürlich auch wieder kommen, wenn wir etwas stärker sind. So ist es nicht. Dann richten wir so oder so mehr Schaden an, weil wir dann auch bessere Waffen haben und sowas. Und auch vielleicht ein paar mehr Seelen, mit denen wir auch mehr Schaden verursachen können. Okay. Außerdem kann er Gift verursachen.
Jetzt versteckt er sich schon wieder und ich habe echt keine Energie mehr. Nicht dahin. So. Versuch es nochmal und wenn es jetzt nicht klappt, dann würde ich meinen, wir sollten später mal wiederkommen, oder? Naja, geht ja auch so. Aber besser wäre es, man hat die jetzt. Ich weiß jetzt nicht so genau noch, nicht mehr so genau, was kam. Aber so schlecht ist er auch nicht. Außerdem ist es für einen Eintrag auf jeden Fall auch was wert. Ach, vergrab dich nicht! Immer wieder rein und raus gehen, bis das es sich zeigt hier. Jetzt ist es besiegt. Aber es hat keine Seele gedroppt. Aber jetzt haben wir den Eintrag von dem. Hat aber auch eine Seele. Und er hat 300 TP. Schwäche ist Schatten. Oder Fluch, wie auch immer. 80 EP. Und in der Beschreibung steht eine Schlange, deren Existenz Somacruz 2035 nachwies. Weil es sich ja immer verkriecht. Und jetzt versteckt sie sich genau in dem falschen Moment. Ach komm, können wir später machen. Jetzt haben wir immerhin den Eintrag des Gegners. Die Seele können wir uns ja später holen. Und danke nochmal ein gratis Level. Aber auf jeden Fall stärker zu werden, nutze ich auch manchmal. So. Ach, die Uhren habe ich jetzt da drin. So, mache ich mal hier einen kleinen Seelentausch. Ja. Also wir haben definitiv eine weitere Fähigkeit. Das hätte eben bei der Schlange passieren können. Ruhig mal. Aber nein. Stattdessen passiert es wieder beim bösen Metzger. Ernsthaft. Das ist so manchmal so. Aber da muss man durch. Es gibt eh noch manche Gegner, die wir noch ein bisschen öfter besiegen sollten, um rein theoretisch noch an die Gegenstände zu kommen, die sie droppen, bezüglich die Seelen. Ja, später könnten wir manche sogar davon gut gebrauchen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und werdet ein Abonnent, um nichts mehr zu verpassen. Wir haben definitiv eine neue Fähigkeit, die uns nützlich wird, um weiterzukommen im Draculas Schloss. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann sehen wir uns ja auch im nächsten Video von Castlevania Area of Sorrow wieder. Bis dahin alles Gute, bis zum nächsten Video.